Hallo liebe YouTube-Freunde zu einer neuen Ausgabe bei der Pfleka Fotografie. Heute Wassertropfen fotografieren. Wassertropfen fotografieren. Wie mache ich das? Mein Setup in diesem kurzen Video. Viel Spaß dabei. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie ich schon sagte, mein Name ist Dennis, ihr schaut die Pfleka Fotografie und wir wollen heute Wassertropfen fotografieren. Ich habe mir dazu ein recht einfaches Setup überlegt, wie man das zu Hause am schnellsten nachmachen kann. Man muss sich nicht irgendwelche teuren Maschinen kaufen, die das steuern mit Blitz und Drehdraht, rulala, was es da nicht alles gibt. Außerdem finde ich diesen Moment immer ganz cool, sich selbst daran zu tasten und zu gucken, wie der Wassertropfen darunter fällt und wann ich auslösen muss, damit ich den Wassertropfen dann richtig treffe. Was brauche ich dazu alles, um die Wassertropfen zu fotografieren? Ihr braucht ein Stativ, ein kleines, großes, egal, wo ihr das auch immer aufbauen möchtet. Ihr braucht eine Wasserschale. Dann braucht ihr zusätzlich Wasser in der Wasserschale, kleiner Scherz. Ihr braucht einen Waschlappen oder könnt eine Plastiktüte verwenden, wo ihr ein kleines Loch reinstecht. Und dann, kleiner Tipp, ein Tesafilm ganz leicht drüber kleben, dann kommen die Wassertropfen kontrollierter nach unten und fallen kontrollierter aufs Wasser. Zusätzlich braucht ihr eine Halterung, die ihr benutzen könnt, wo ihr den Wasserbeutel oder Waschlappen aufhängen könnt. Ich habe in meinem Fall mein Stativ benutzt, habe unten den Haken ausgeklappt und habe meinen Waschlappen da dran gehängt. Den habe ich natürlich vorher schön nass gemacht, den Waschlappen, und habe zusätzlich einen Messbecher meiner Frau wieder aus der Küche geklaut und habe mit dem Messbecher dann immer wieder Wasser nachgekippt, sodass die Tropfen kontinuierlich gefallen sind. Dann brauchen wir noch zwei Schraubzwingen, zwei Schnellklemmen, einen weißen Hintergrund oder eine Softbox-Abdeckung und natürlich einen Blitz. Ich habe dazu mein Godox V1 verwendet, die Abdeckung von meiner Studiobeleuchtung, und habe dann das Setup folgendermaßen aufgebaut. Ihr seht hier, ich habe ein kleines Rollei-Stativ, kann ich übrigens sehr empfehlen für solche Sachen, ist super cool. Kann man da wirklich super verwenden für solche Sachen, hat auf einem kleinen Tisch Platz und so weiter, ist ausklappbar, habe ich dafür verwendet, wie gesagt, tolle Sache. Dann habe ich meine Canon R6 mit dem 100er Makro verwendet und eben meinen Godox Blitz V1. Bei dem Aufbau der ganzen Geschichte solltet ihr darauf achten, dass ihr dann den Blitz nicht zu weit an die Softbox oder an die indirekte Beleuchtung, sage ich jetzt mal. Denn wenn wir den Blitz nicht direkt aufs Motiv richten, sondern irgendwas davor ist oder in Richtung der weißen Wand blitzen, das kann man nämlich auch machen. Ihr könnt nämlich auch von vorne drauf blitzen. Und dann wird das Licht zurückreflektiert. Ich habe mich dazu entschlossen, von hinten indirekt zu belichten. Dann sollte man darauf achten, dass der Blitz nicht zu nah an der weißen Wand steht oder an der indirekten Belichtungsfläche, sondern etwas weiter weg, sodass das Licht auch streuen kann. Blende solltet ihr wählen, irgendwas zwischen 8 und 10. Und natürlich solltet ihr darauf achten, dass ihr dann nicht über 250stel kommt, damit ihr dann keine schwarzen Balken im Bild habt. So, aber eine 160stel, 200stel solltet ihr auf jeden Fall wählen, denn wir müssen unseren Tropfen ja auch einfrieren. Dann stellt ihr euer Objektiv manuell scharf. Manuell scharf stellen ist beim Wasser natürlich nicht ganz einfach.
Dazu eine kleine Abhilfe. Nehmt euch einen Bleistift, hängt diesen Bleistift vorne ins Wasser und dann könnt ihr anhand dieser Bleistiftspitze schön auf die Bleistiftspitze scharf stellen und habt dann die Möglichkeit zu fotografieren. Beim Fotografieren könnt ihr euch langsam rantasten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Tropfen fällt, also quasi vom Waschlappen runter tropft, in dem Moment, wo der Tropfen unten langsam, also gerade so den Waschlappen verlässt, in dem Moment solltet ihr abdrücken, dann habt ihr so ziemlich die besten Ergebnisse und die sehen dann ungefähr so aus. Das waren die Bilder ohne weitere Farbpaletten. Ich habe dann auf meinen Godox Blitz habe ich noch gelbe, grüne, blaue und rote Farbpaletten gemacht, also Farbkarten gespannt, damit das Ganze noch eine andere Belichtung kriegt und vielleicht noch ein bisschen interessanter aussieht. Bilder zeige ich euch jetzt. Ja, das war's eigentlich auch schon zu der ganzen fotografischen Geschichte von Wassertropfen. Mehr gehört da nicht dazu. Es ist ein Probieren, ein Machen, ein Studieren, immer wieder in den Versuch gehen, immer wieder sich rantasten. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, auch ich habe mich da rantasten müssen, bei jeder Wassertropfenfotografie. Und deswegen wünsche ich euch da ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg beim Nachmachen und ich finde es immer wieder cool, auch die Wassertropfenfotografie zu machen, gerade auch aus dem Aspekt, weil ihr lernt, auch euer Licht einzusetzen. Denn ihr könnt mal probieren,
den Blitz, mal weiter rechts, mal weiter links, mal mehr zentral, näher ran, weiter weg. Was macht Licht eigentlich, was macht der Blitz eigentlich, wenn ich es so mache, wenn ich es so mache, wenn ich da belichte, was passiert mit dem Licht, was passiert mit meinem Bild. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen. Schaut mal auf Instagram vorbei, auf meiner Homepage vorbei. Ich habe aktuell auch noch ein paar Workshops im Angebot. Für den, wo das interessiert und der auf der Suche nach einem Workshop ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dennis vom Bodensee. Ciao.